Und heute Aufnahmetag ist mein Geburtstag, der 2.6. Und wir machen heute eine Wanderung. Und hier, Sachen sind gepackt. Ich habe Kaffee getrunken und Zähne gewaschen. Und jetzt gleich zur Rewe hinlaufen. Und dann Wanderung Tag 1 Start kommt. So, hier, wir sind draußen. Und jetzt erstmal zu Rewe hinlaufen. Bier kaufen gehen. Und wenn das passiert ist, dann Wanderung Tag 1 Start kommt. Da vorne ist dieses Rewe und dort werden wir jetzt erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Wir haben gerade eingekauft. Hier Bier, Brötchen, Cheeseburger, Jägermeister und das hier. So, die Sachen sind gepackt. Das erste Bier ist aufgemacht. Pepsi. Pepsi. Und jetzt Wanderungsstart kommt. Pepsi. So, wir sind gestartet und diese Wege hier, die haben ganz viele diese verschmierten Steine hier vorne. Und das heißt, wenn man den Wagen schiebt, da wird das ganze Bier durchgeschüttelt. Da kommen diese ganzen verschmierten Kohlensäure raus und sowas. Und das macht Geräusche, das ist laut. Wir sind gerade über die Straße gelaufen. Baumspalte gefunden. Baumspalte gefunden. Krankheit. Allergie. Wir haben heute voll cool Wetter mit Sonne und blauer Himmel und schöne Temperaturen. Genauso wie es sich an meinem Geburtstag gehört. Immer Schwimmbad gefunden da hinten. Falls man das sieht. Schwimmbad gefunden. Schwimmbad gefunden. So, weil D3 scheppern muss, Deswegen geht man ja auf den da habe ich mich frei gemacht. Da fehlt aber noch und was. jetzt weiter zu gelaufen. Natururin gefunden. Das Wetter ist voll cool zu mir. Da kam wohl die Fontäne raus. Brockleister. Guck, jetzt macht er sich nackig. Alter. Und jetzt noch mehr nackig. Flatti genießt auch die Dreischepperung. Halt mal ein Feuerzeug dazwischen. Guck, ob er auch so lange drauf hält. Denk ans Ozonloch, an die Ozonschicht. Na gut, das macht ihn wieder an. Also. Die Flasche muss leer werden. Ich hab jetzt Dreh da vollkommen durch. Ey, sieht's ja so aus, als würden wir Pause machen. Ja, wir laufen 24 Stunden am Stück. Wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Und wir machen hier so ein bisschen Rast. Bierrast. Da drüben sind eigentlich die Wildpferde, aber die sieht man gerade nicht. Die haben sich gerade versteckt, als wir kamen.
Wir haben fertig gerastet, oder wie das heißt, und jetzt weiter zu gelaufen. Genau, hier, so läuft man hier rum oder so. So sieht das aus. Wegen der Aktion im Gerade sind Flattis Reifen verbogen und kaputt und so weiter. Das heißt, der Wagen hat mehr Schwierigkeit dran, weil das scheiße und blockierend ist mit diesen Reifen hier. Und das Ding hier so macht. habe ich hier so eine Kabelbinder, damit man das hier festmacht, damit Flatti wegen diesen Reifenblockierung das anheben kann zum Schieben. Genau, damit das hier nicht immer so macht. Deswegen habe ich hier diese Kabelbinder dabei zum drauf machen. So, Kabelbinder sind dran und hoffentlich hält das. Beziehungsweise prüfen, ob das hält. Und darauf ein Käsebrötchen fressen. Sag mal Forstweg. 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 Ich hab gerade, willst du nicht auch so einen Baumstamm aufessen oder so? Die sind bestimmt lecker. Ja, hier. Dinger, die schmecken ganz gut. Ja, sehr lecker. Die sind schön. Wie soll ich sagen? Kiefermäßig, so fruchtig irgendwie. Ja. So süß. Süß irgendwie. Fruchtige Kiefer, ja. Dann gib halt mal her so ein Raupi. Ja. Dann sieht das auf jeden Fall sehr schön aus, wenn es einfach nur so ein Raupi ist. Mhm. Alter, das ist ja gefüllt. Ja. Das ist wie Sendershock. Du denkst, hä? Und dann plötzlich kommt innen drin die Füllung raus und. Ja. Ja. Und jetzt schmeckt's nach Obst. Da bin ich ja beruhigt. Ist doch gesund. Hat Geschmack dran. Klar, hat. Hier hat Gesundheit dran. Aber hier, guck mal. Man darf den Baum nicht verwechseln. Wenn die ein bisschen künstlicher aussehen, dann kann man von einem von so einem Ding hier verrecken. Wir haben einen Rastplatz gefunden. Wo wir schon wieder Rast machen, Bierrast. Und Flatti, der trinkt das Action. Hier. Genau. Und Ramses, der. Ich muss erst mal über das scheiß Bierflasche hier holen. Ramses, der trinkt auch Bier. Die Kühle. Wir sind einfach jetzt hier diesen komischen Waldweg hoch, der hier einfach nur komplett matschig wird. Ich muss erstmal Bier trinken. So, was ist mit dir? Willst du uns alle vernichten oder? So sieht das aus. Ein Glacier. Wenn Ramses dann einen Schuh anfasst. Guck dir die Pizza an, Junge, das Bier! Das ist richtig süffig und kaputt. Oh, das spritzt, sorry. Oh, scheiße. Ich hab alles Schlechte gemacht.
Bier. Das ist mir kurzzeitig ausgelaufen. Guck mal, hier, chill mit Ramses. Ramses. Chill mit Pommes. Hat das hier auf seinem Bauch drauf. Das habe ich selber gemacht. Das wird immer herrlicher. Schaut euch meine Muskeln an, die nicht vorhanden sind. Ramses ist runtergefallen. Also Ramses am Wagen. Das habe ich leider nicht gefilmt. Ja, hier vorne ist Weg mit Schwierigkeit. Durch die Landmaschinen ist es ein bisschen uneben. Ja. Überall Furchen und... Warte, guck mal, da ganz hinten ist Flatti mit seinem Bollerwagen, wo voll Schrottreifen dran sind. Der hat den Weg ausgesucht. Ja. Also. Ramses, wie teuer war deine Sackkarre? Ich denke mal so 45 bis 50 Euro. Oh, scheiße. Diese viel zu überteuerte Schrott für so welche Wanderung. Oh, Lücke. Meine Klappsackkarre, das ist die zweitbilligste Klappsackkarre von Hornbach. Und die kostet nur 32 Euro und kann ich mega empfehlen für mehrtägige Wanderung. Flatti kommt angekommen. So ein elendes Teil. Das ist richtiger Jungbirke. Die sieht so jung und nicht alt aus. Die ist. So wie der da. Die ist richtig. Ja, auch genießbar. Urinfarbige Blume gefunden. Die habe ich jetzt hier vorne an die Füße gezogen, das ist hier gespannt. Die Jacke stört mich noch ein bisschen, die kann ich vielleicht in den Rucksack wieder packen. Aber das schlenkert hin und her. Kann die hin und her schlenkern. Hör dazu, dass der Wagen unten nicht zu viel ist. Ich habe mir gerade einen Platten in den Mund gesteckt. Da fand ich die Fichte aber besser, die hatte wenigstens Füllung dran. Ja, geht voll klar. Der hat Geschmack dran, ne? Ja. Nee. Das war nicht so süß wie diese andere Pflanze, oder wie das heißt. Ja, ich heißt. Finde das voll bitter. Naja, diese Scheißteile, die kann man hier auch fressen. Das heißt, wenn du Durchfall hast, grad... guck mal daneben, ist unser Freund. Glaube ich. Die Fichte. Nee, das hier ist diese scheiß Kiefer, oder wie das heißt. Nee. Waren deine komischen Bäume? Ja. Die schmecken so gut. Guck mal, hier vorne ist ein Gehweg. Aber Google, der schickt uns mit unseren Wagen oder wie das heißt. Nach da lag. Also da wo. Kein so ein voll cool Weg ist. Also genau, da rein schickt uns Google hin. Illegal. Oh, mein Schnürsenkel. So kann ich doch nicht weiterlaufen. Schöne Limettenschuhe von Superior. Ramses. Ja? Ries. Ich muss pinkeln. Schon wieder. Müssen wir Strichliste führen. So, Flatti versucht etwas aus seinem Wagen etwas zu richten. Nummer eins. Das sieht genauso aus, als dass es irgendwie so in diesen Stil hineinkommt wie unsere Wegen hier. Ja, das werde ich auch so machen. Genau. Aber ich glaube nicht, dass es was bringt, weil die Innenräder dann ständig über die Reifen blockieren. Ja. Ey, hier, guck mal, ich habe auf YouTube des Öfteren Kommentare gehabt, warum ich mir keinen Bollerwagen hole für so eine Touren. Und das ist genau der Grund. Also ich finde für solche Touren oder noch länger oder so, oder meinetwegen auch ganz lange,
Finde ich den Wagen, den ich mir eingerichtet habe, eigentlich ziemlich perfekt, ey. Klar ist es manchmal bei Anstiegen schwerer, als wenn man so einen Rucksack trägt, aber in den meisten Fällen, besonders hier, wenn man hier jetzt auf Straße läuft, ist das perfekt mit diesem Wagen. Wir laufen jetzt diese nervige Straße hier lang, wo ganz viele Autos und so eine Fahrzeuge hier rumfahren. Das nervt uns. Deswegen laufen wir hier gerade lang. Wir haben Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann diesen Müll hier reinschmeißen. So, ich werde jetzt mal ein Schnitzelbrötchen fressen. Der Rest wartet auf den Bus. Ein Kollege von Ramses hat uns wieder hier nach Hildburghausen, oder wie das heißt, hergeholt. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie eingeschlafen und dann ist es irgendwie passiert, dass ich irgendwie in diesen Wagen aufgestanden bin. Und jetzt sind wir plötzlich hier, wo wir jetzt hier sind. Und das hier, das ist der Hildburghausen Marktbrunnen, oder wie das heißt. Das hat der Ramses schon mal in einem Video aufgenommen. Und das werde ich jetzt gerade auch hier in diesem Video zeigen. Wie dieser Marktbrunnen hier aussieht. So, ich bin jetzt hier in diesem Marktbrunnen, oder wie das heißt, drin. Wo das hier rumfällt und sowas mit dem Wasser hier. Genau. Das hier, das ist dieser Marktbrunnen, oder wie das heißt. Da schwimmt man drin. Dieser Ramses, oder wie das heißt. Wie heißt das nochmal? Der ist auch drin. So, ich und Ramses waren jetzt gerade hier in diesem Marktbrunnen hier drin gewesen. Das ist dieser Brunnen hier direkt in dieser Stadtmitte, oder wie das heißt. Genau. Das hier ist Stadtmitte, oder? Ja. Genau. In Stadtmitte sind wir dieses Wasser hier zweimal drin gewesen. So, wir sind jetzt hier mitten in Hildburghausen, oder wie das heißt. Und hier mitten hier vor so einem Dönerladen oder so. Genau, und wir werden jetzt hier Döner kaufen gehen. Das werden wir jetzt machen. Das war wie gesagt immer noch nicht das Ende. Jetzt essen wir noch fixen Döner, immer noch Tag 1 und dann wollen wir noch unter der Brücke schlafen. Was ihr vielleicht schon gesehen habt als kleines Special. Und jetzt wir alle gemeinsam, ne? Da muss so plätschern. So, wir haben gerade Döner gekauft. Und darauf, dass wir jetzt gerade Döner gekauft haben, werden wir jetzt gerade Döner fressen. Oh nein! Die ganze Hand ist schon wieder fettig. Ich finde, dieser Döner, das schmeckt gar nicht schlecht. Der schmeckt cool. Deswegen fressen wir den. Weil der hat Geschmack dran. Power. Ramses, wo pennen wir heute? Ja. Unter der Brücke, wo ich alleine gepennt habe, ja. Zum Test. Da werde ich euch jetzt reinzerren und dann könnt ihr da auch mal. Genau, jetzt laufen wir mit hier runter. Hier unter dieser Brücke und da schlafen wir heute Nacht. Das werden wir heute machen.
So, wir sind jetzt gerade hier unter dieser Brücke hier. Und hier vorne, da plätschert Wasser oder wie das heißt. Und genau, das hier, das ist unter der Brücke. Und wir pennen jetzt, wir haben uns entschlossen, hier unter dieser Brücke zu schlafen. So, ich zeige euch unseren Schlafplatz von uns allen. Und zwar hier vorne, wo dieser, wo das hier rumliegt, da schlafe ich. Da vorne, da schläft Ramses der Dicke. Hier vorne schläft Flatti. So, ich glaube, wir schlafen gleich langsam oder jetzt. Von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Diese Brücke hier, die ist so fett, dass sie sogar so einen Ausflussgang hat. Darauf erstmal Teller fressen. Ja, scheiße, jetzt ist das so ein Schokoladending. Ja, dieser Schokoladending ist hier runtergefallen. Nicht, dass er schmürzt oder so. Der muss erstmal in die Fresse rein.